Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Blast Unleashed. Ja, vielleicht hat es der ein oder andere schon erwartet. Ich habe mal hier die Episodenquests, sag ich mal, relativ stramm zusammengefasst. Das dauert normalerweise schon länger als 6 Minuten. Allerdings, wollte ich einfach so die Highlights in Anführungszeichen zeigen oder vielleicht auch Dinge, wo man vielleicht ein bisschen hängen kann, wo es ein bisschen Probleme geben kann und das einfach so grundsätzlich ein bisschen zusammenzufassen. Also die neu eingeführten Episodenquests jetzt hier beim Spring Update, ja, sind so ein bisschen storygetriebene Quests. Frag mich nicht, was passiert ist, ob es da um eine Hühnersuppe ging oder um irgendeinen Speer der Salvation oder sonst irgendeinen Quatsch. Ja, ihr müsst auf jeden Fall, ihr könnt die einfach über die Karte aktivieren, also über die Legende, das kommt auch gleich noch im Video. Und könnt euch genau angucken, wo die denn sind, wenn ihr zu viele andere Quests noch offen habt und da vielleicht nicht ganz klar kommt, wo da was ist. Ja, und da müsst ihr eigentlich immer nur bei die entsprechenden Personen gehen und ihr werdet dann eigentlich durch die Story durchgeführt. Also bei den meisten Stories oder bei den meisten Quests gibt es eigentlich keine Probleme. Hier die Quests habe ich jetzt mal reingemacht, weil man halt dieser Orphina oder auch anderen Quest-Membern da folgen muss oder es kurz aktivieren muss, dass die da loslaufen und so. Das könnte eventuell buganfällig sein, deswegen habe ich es mal reingemacht. Dann kommt da am Schluss so ein Dämonentor und die macht halt alles down. Das war's. Dann gibt es später noch eine Folgequest davon. Da müsst ihr so einem anderen Typen da folgen. Das ist, glaube ich, die hier dann, genau im Vettino. Genau das Gleiche. Es erscheinen immer wieder so Gegner und so. Also wie gesagt, da könnte es rein tödlich sein, dass es Bugs gibt und deswegen habe ich das mal so drin gelassen und da kommt am Schluss dann ein kleiner Boss, den man besiegen muss. Ist allerdings der super lahm, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Also für einen Fernkämpfer sowieso schon mal gar nicht. Und ich denke, selbst als Nahkämpfer müsste man da eigentlich gut wegdodgen und so weiter können. Oder der hält auch nicht so viel aus. Also ich weiß nicht, ob der viel Schaden macht, weil er so super langsam ist, das könnte sein. Ja, hier seht ihr das dann, einfach hier Episodenquests anwählen, Nebenquests oder halt hier jetzt in dem Fall Episodenquests. Dann seht ihr, wo ihr ungefähr überall noch hin müsst, wo da noch Quests offen sind. Und dann könnt ihr das dann halt eben entsprechend angehen. Was habe ich da noch so reingeschnitten? Genau, da gibt es die Stelle hier, wo der dann irgendwie sagt, ja, ihr kriegt einen Drang und ihr müsst ein Gespräch belauschen und so. Deswegen habe ich das mal reingemacht. Ist rein theoretisch auch Bug oder irritationsanfällig. Ihr müsst dann einmal hier an die Tür laufen, da belauschen und so. Und dann später gibt er euch einen Drang. Der ist automatisch aktiviert. Da müsst ihr nur hier nochmal reinlaufen. Ihr hört da so ein Gespräch von dem Typen hier und irgendeiner anderen Tante. Und dann müsst ihr da reingehen und den halt umknallen. Fertig, das war's. Also einfach straight away. Dann gibt es hier noch eine Quest, wo ihr Goldbarren und Gegner besiegen müsst in einer gewissen Anzahl. Ist auch instanziert und so ein Kram. Also dürfte auch kein Problem sein. Wie gesagt, den Quests folgen und dann werdet ihr irgendwann hier hingeführt. Soweit, so gut. So, und was ist das jetzt? Ich glaube, das ist das Schwierigste an dem ganzen Thema. Ich weiß nicht, warum ich das da noch reingeschnitten habe. Ah ne, Quatsch, das ist das mit den Fußspuren, genau. Da müsst ihr immer an diese Stelle hier laufen, an die nächste Stelle. Und dann seht ihr halt, wie eine Figur da irgendwie wegläuft. Ich glaube, ich war schon jetzt hier. Ah, hier, seht ihr das jetzt. Die läuft jetzt nach rechts weg. Seht ihr diesen Dampf da oder was? Und da muss man halt diesem Geist da folgen im Prinzip. Dürfte eigentlich auch kein Problem sein, denn der Questmarker wird an die nächste Stelle gesetzt. Und dann kommt ihr irgendwann hier bei so einem kleinen Boss, den ihr da besiegen müsst. Der war für mich persönlich jetzt auch kein Problem. Ich denke, es sollte für euch dann auch nicht der Fall sein. Ansonsten, wenn ihr Probleme habt, Buff-Food nutzen, Heil-Buff-Food, Angriffs-Buff-Food etc., was dem Charakter fehlt. Und das hier ist meines Erachtens die schwierigste Quest. Da muss man sich nämlich ein bisschen was am Text merken, was ihr oben gesagt bekommt, dass ihr so ein Händler seid, dass ihr ein Ippin seid. Ihr habt also auch wieder so einen Drang und seht für die anders aus und so. Sonst lassen euch die Wachen hier nicht rein und machen da richtig Stress und so. Ihr müsst also die richtigen Antwortmöglichkeiten nennen. Und ich habe es jetzt hier im Video halt eben drin. Da Estelle Abenoa und es ist mein dritter Besuch und so ein Quatsch. Ja. Müsst ihr dann halt eben angeben, da hochlaufen und dort ist es dann auch noch ein bisschen tricky. Dort müsst ihr nämlich hingehen und müsst dann halt die Vasen hier zerstören, dass die Gegner da rauskommen. Und dann später müsst ihr noch 2 Gegenstände hier in den Räumlichkeiten finden. Irgendwie, warum auch immer, war ich da echt super blöd. Vielleicht war nur ich so super blöd oder hatte da so ein bisschen Anzeigebugs. Ja, einmal hier müsst ihr, glaube ich, so ein Gift finden oder so. Das müsst ihr später dann noch ins Feuer oben werfen, wenn die Quest da weitergeht. Das ist der nächste Step, Ziel 3.
Aber hier Ziel 2 ist immer noch hier, das halt den Kleiderschrank zu durchsuchen. Ich bin hier wie oft vorbeigerannt und irgendwie ist das nicht aktiviert worden. Und jetzt wisst ihr halt, an welcher Stelle das ist. Ja, das war es im Prinzip schon. Also das Schwierigste wird wahrscheinlich das sein mit diesem, dass man sich die Antwortmöglichkeiten, dass man die da kennt und so weiter. Wenn das irgendwie schief läuft, einfach von den Wachen weglaufen. Und das war's dann soweit, dann wird das resettet, dann wird die Quest resettet, einfach in die Stadt reinrennen, da wird die Quest resettet, ihr könnt oben wieder starten und dann wieder kurz warten, weil die Wachen wieder zurücklaufen, sonst sind die noch aggro auf euch, dann wieder runterlaufen und dann halt eben die richtigen Antwortmöglichkeiten geben und so weiter. Wenn ihr dann alles durchgebracht habt, werdet ihr belohnt hier mit so einer kurzen Videosequenz, die ihr euch dann eben reinziehen könnt. Fragt mich nicht, was da los war, irgendein Hinterhalt oder irgend sowas. Keine Ahnung, und irgendwelche Ruinen einer vergessenen Stadt, ich kann ja ein bisschen mitlesen, und da war irgendeine Waffe, der Speer der Salvation, irgendeine Maschine haben sie da gebaut, keine Ahnung, also ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, obwohl ich es schon gemacht habe, könnt ihr euch dann halt geben, und wie gesagt, hier Hinterhalt oder sowas, keine Ahnung, ist ganz nett gemacht, ganz lustig, das sollte es soweit gewesen sein, wenn ich irgendwas vergessen habe oder sonst was, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, und wie ich schon sagte, da geht es jetzt mit Dungeons und Builds und anderen Videos weiter. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao.